So, seid gegrüßt. Ich bekam eine Anfrage bezüglich des Fassadenwerkzeuges, also Fassadenwerkzeug. Ich möchte hier eine mehrteilige Fassade im Grundriss bauen, zum Beispiel einen kleinen Erker neben einem Balkon. Das heißt, wenn ich hier so zeichne, die Außenseite eingebe, bekomme ich ja, hier kann ich die Höhen eingeben, das spare ich mir jetzt mal, bekomme ich sowas. Und jetzt habe ich unter Umständen das Problem, dass mir von der Seite an die Fassade vielleicht ein Balkon anschließt und ich möchte die Fassade hier ausnehmen. Gut, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Die einfachste, muss man die Maus umschalten, okay. Die einfachste wäre dann natürlich, Moment, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie einen Körper habe, an dem ich das Ganze anbinden kann. Ich nehme das absichtlich mal ein bisschen zurück. Und jetzt möchte ich eben die Kontur meiner Fassade hier anpassen, aber nur auf dieser Seite. Man kann natürlich jetzt einen Schnitt machen und diese Fassade im Schnitt an eine Schraffur anpassen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass ich hier sage, ich gehe mal zurück, ich klicke das Teil an, bekomme hier Bearbeiten, nehme alles raus außer dem Schema und hole mir nehmen wir mal die untere Begrenzung, klicke hier einen neuen Punkt, falls ich es finde. Na, hat er nicht gemacht. So, neuer Punkt. Das ist interessant, dass er da immer die anderen nimmt, die ich gerne hätte. Hier, den setze ich genau hin. Habe ich hier schon. Nehme ich auch den. Würde ich gerne doch beim Filmen, beim Mitfilmen wird dann die Maus manchmal sehr, sehr träge. Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell klickt. Ja, und die Höhe muss ich mir dann eben irgendwie aus der Decke holen. Das heißt, am besten würde ich eine Morph-Linie machen und durchstehen lassen, dann bekomme ich die richtige Höhe. Ich gehe nochmal zurück und zeige es kurz. Also, okay. Morph. Hier habe ich was. Und ich will eine Linie zeichnen. Hier in diese Richtung. Und jetzt habe ich einen Punkt, wo ich drauf fahren kann. Also bearbeiten. Alles weg, ausgenommen dem Schema. So, und hier kann ich dann auf den Punkt, falls ich ihn erwische. Ja. Dann habe ich eben hier einen drauf fahren. Und wenn ich jetzt OK sage, habe ich hier auf dieser Seite alleine die Sache. Die andere Möglichkeit wäre, im Grundriss temporär, zum Beispiel, wenn ich einen Schnitt bearbeiten will, dass ich temporär das Zeug rausklappe. Da muss ich aber dann auch dafür achten, dass ich mir eine Hilfskonstruktion mache, damit ich die gleichen Abmessungen bekomme. Und jetzt diesen Teil extra bearbeiten. Also, wo haben wir ihn hier? Schnitter. Das hier. Planung. Fassade. Begrenzung. Schnitt bearbeiten. Mal die Form abbilden. Hier dann nur dieses hier. Nur dieses hier bearbeiten. Ich habe hier die Teilung viel zu hoch eingestellt von irgend. So. Jetzt habe ich es. Kann wieder.
Filter wie gehabt, wie im 3D auch. Hier Punkte setzen, mich an irgendeine Geometrie anpassen. Dann, wenn ich es habe, Planung, Fassade, Begrenzungsschnitt bearbeiten, Form anhand der Schraffur neu definieren, welches denn das hier. Dann, wenn ich die Schraffur wegnehme, Steuerung 2, das Ding wieder zurückklappen. Und ich habe hier eine ganz andere, ein ganz anderes Loch als drüben. So, was jetzt schwieriger wird, ist den Eckpfosten rauszunehmen. Wenn ich hier mal reingehe, bearbeiten, die Möglichkeit, die ich gefunden habe, wäre folgendes, dass ich jetzt sage, okay, der interessiert mich, der interessiert mich, der interessiert mich und der interessiert mich. Dann natürlich auch dieser, dieser, dieser und dieser. Steuerung hat das T. Ich kann den mal ganz unsichtbar stellen. Wenn ich das tue, habe ich das Problem, dass das Glas nicht sauber zusammengeführt wird, sondern das Loch einfach bleibt. Das heißt, unsichtbar ist nicht das Richtige. Wenn ich jetzt mal sage, allgemein, probieren wir es einfach durch. Bekomme ich ihn wieder, Steuerung hat das T. Flächenbündig, okay, wird er nach innen gesetzt. Das ist schon mal ganz interessant, weil zumindest das Glas dann bis hier hingeht. Wenn ich jetzt noch die Breiten sehr klein einstelle, das A zum Beispiel auf einen Zentimeter, irgendeine Glasleiste braucht eine Glashalteleiste, eine Aluleiste, wo es zusammengeführt wird, oder eine Kunststoffleiste brauche ich ja sowieso. Wenn ich das auf einen Zentimeter gebe, dann habe ich 2 cm ums Eck und 0,3. Und achso, das ist ein Fehler. Ja, ist egal. 0,506. Mal sehen. Okay. Dann komme ich der Sache dann schon relativ nahe. Wenn ich jetzt nochmal reingehe und nicht flächenbündig sage. Allgemein. Seltsames Teil habe ich da drin. Okay. Das Glas wird dann trotzdem nicht rausgeführt. Das heißt, irgendeine Kleinigkeit bleibt dann, aber zumindest die Optik wird dann schon langsam über Eck geführt. Und mit den Maßen B. Ja, das B, das ist es. Dann machen wir das. Dann können wir 3. Das Glas wird trotzdem nicht rausgeführt. Das ist komisch. Aber immerhin. Jedenfalls mit den Parametern dieses Teiles kann man spielen und natürlich auch, wenn ich das jetzt doch wieder breiter setze, zum Beispiel auf 3 cm und das hier auf 4 cm und hier zum Beispiel mal Glas, Normalglas nehme. Dann komme ich der Sache dann schon relativ nahe, zumindest solange ich nicht allzu nahe hingehe. Wenn jemand hier bessere Möglichkeiten kennt, bitte als Tutorial reinstellen. Gut, danke, das war's mal soweit.